Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. .134 Zuschauer und die Herren Daniel Thun und Thorsten Ziegner, die beiden Trainer des VfL Osnabrück und des Halleschen FC. In der letzten Saison die beiden Mannschaften noch auf den Plätzen 13 und 17. Jetzt ein Spitzenspiel. Erster gegen Vierter. Und das ist der erste Aufreger. Fetsch abgepfiffen. Aber warum? Thorsten Ziegner außer sich. Es war die 25. Minute. Und der Gästetrainer nicht zu beruhigen. Zu Recht. Denn der Ball kommt hier von Danneberg. Fetsch, ergo, also nicht im Abseits. Feuer in der Partie. Und dann der VfL Osnabrück mit diesem Freistoß. Erstmal abgewehrt, dann Ulrich Taffertshofer. Unsortiert und Marc Heider, der Kapitän. 7. Saisontor. Sowas lässt sich ein Heider nicht entgehen. Das 1:0, Taffertshofer. Eisele ebenso unsortiert wie seine Innenverteidiger. Und Marc Heider mit dem Kopf in solch einer Situation eine Waffe. Das verdiente 1:0 für den VfL. Und Achtung, jetzt geht's schnell. Der Ball von Körber. Luca Pfeiffer, für viele überraschend in der Startelf. Hier zeigt er warum. Und er zeigt noch mehr. Er hat Auge. Und noch einer, der Youngster, drin. 2:0, Sensationstor. Etienne Armenjido, 20 Jahre jung. Das Auge vom Pfeiffer und dann die Technik des Torschützen. Erstes Saisontor. Erstes Drittligator überhaupt. Und was für eins. Pfeiffer mit der klasse Vorarbeit und dann die Technik des Youngsters. Drin! 2:0. Partystimmung an der Bremer Brücke zur Halbzeit. Und der HFC mit veränderter Formation. Gutau neu in der Mannschaft. Eigentlich spielten nur noch die Weißen. Auch Paljuka neu drin und Körber musste sich strecken. Da waren schon 80 Minuten gespielt. Dauer anrennen des HFC. Der VfL hatte es aber relativ einfach, weil die Ideen bei den Gästen fehlten. Nächste Situation. Und auch wieder vorbei dieser Schuss von Julian Gutau. Es fehlte einfach das Zielwasser, wie in den letzten Wochen. Die Schlussminuten, die letzte Aktion. Nochmal Paljuka, wieder Körber gewohnt stark. Es war halt nichts drin für den HFC an der Bremer Brücke. Ein verdientes 2:0 für den VfL Osnabrück und ein glücklicher Trainer Daniel Thun. Wir haben vielleicht nicht die besten Fußballer, aber wir haben vielleicht ein richtig gutes Team. Und entscheidend ist ja, dass wir in der Lage sind, viele Dinge von denen umzusetzen, die uns helfen. Und erste Halbzeit war schon richtig geil, was die Jungs gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben sie ihre Mentalität wieder zutage gebracht. Und da ist vieles in dieser Mannschaft, was da schlummert und sehr viel Potenzial. Ich denke, die erste Hälfte war genau das, warum Osnabrück heute hier gewonnen hat. Ja, dort waren sie uns in allen Belangen überlegen und haben uns genau gezeigt, wie es funktioniert. Der HFC nahm also nichts mit. Der VfL Osnabrück bleibt Tabellenführer in Liga 3 und reist mit Riesenschritten in Richtung Aufstieg.